Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect 3. Nathalie, hast du die Videos von dem Schlund gesehen, der den Reaper erledigt hat? Mann, da wäre ich gern dabei. So, Admiral Hackett hat ihre Hilfe bei einer Jägerbasis von Cerberus auf Noveria angefordert. Ja, dann ist dem so, ne? Priorität ist Zitadelle. Benning Citadel. Irune. Okay, ich guck mal, ob ich mittlerweile nach Irune kann. So, die Schanke ist ja jetzt, ne, vorbei, brauchen wir ja nicht mehr als alles, ne, können wir jetzt hinten links liegen lassen. Ist mein Mikrofon überhaupt an? Ja, das ist es. So, Irune. Scheint immer noch nicht, was ist das denn? Ach, das ist die Jägerkopfbasis, okay. Gut. Sonst habe ich als tatsächlich direkt an Ding nur die Cerberus-Ding, also machen wir das. Und dann müssen wir direkt auf die Citadelle. So, wo war das denn? Das war hier irgendwo, ne? Da, Pferdekopfnebel. Ja! Ja, nee, ich kann hier kein Pferd nachmachen. So, waren wir hier schon mal? In Pax? Weiß nicht. Veles. Veles hat eine dünne Atmosphäre aus Xenon und Krypton. Die meisten anderen Elemente gefrieren und schneien ab. Seine Oberfläche besteht aus Kalisalzen mit Magnesiumvorkommen. Bei der Untersuchung des primitiven anaeroben Lebens auf Veles entdecken Erkundungsteams von Binary Helix einen raffiniert versteckten Schlupfwinkel des kurganischen Warlords Moro mit zahlreichen Unterlagen und Artefakten aus den kurganischen Rebellionen, die dann versteigert wurden. Heute ist die Basis verlassen. Wir sind voll getankt, das ist schon mal prinzipiell gut. Svarok. Svarok ist der einzige Gasgigant von Pax, aber aufgrund seiner Temperatur, den starken Winden und der hohen Umlaufgeschwindigkeit eignet er sich nicht zum Helium-3-Abbau. Novera bezieht zwar große Mengen Deuterium für seine Reaktoren von hier, aber das Helium-3 wird zu 100% importiert. Wie die meisten Pegasiden hat sich Svarok außerhalb der Frostgrenze seiner Sonne gebildet und das ist dann aufgrund einer instabilen Umlaufbahn nach innen gewandert. Seine im Vergleich zu anderen Wasserstoffheliengasgiganten geringe Größe hat vermutlich hydrodynamische Ursachen. Da der Orbit des Planeten weniger als 0,015 astronomische Einheiten von der Sonne entfernt ist, wird seine Atmosphäre wahrscheinlich bald verschwinden. In wissenschaftlichen Kreisen wird nach wie vor diskutiert, wie die anderen Planeten des Systems die Wanderung von Svarok überstanden haben, da seine Gravitation eigentlich zum Teil fatale Folgen für sie hätte haben müssen. Hätte haben müssen, ne? Physik halt ist unberechenbar. Da haben wir noch Numorana. Murana ist ein Eisplanetoid, der kleiner als der Mond der Erde ist. Viele Planetengeologen vermuten, dass er früher ein Eiszwerg einer Oortschen Wolke war, der nach dem Zusammenstoß mit einem anderen Himmelskörper nach innen gewandert ist. Seine Kruste besteht aus gefrorenem Eiswasser. Tieferen Schichten sind größtenteils Silikate mit Taschen aus Magnesium und Aluminium. Murana ist in Pax rotationsgebunden. Er ist immer derselben Seite der Sonne zugewandt. Nö? Was haben wir? Noveria. Noveria ist eine kleine, gefrorene, erdähnliche Welt, die nach konventionellen Definitionen kaum besiedelbar ist. Sie wurde privat von der Noveria Development Corporation gepachtet, die wiederum Labore für Forschungsprojekte verbietet, die woanders zu gefährlich oder kontrovers wären. Der Krieg hat diesen ansonsten unbedeutenden Planeten erhebliche Aufmerksamkeit beschert. Auf Noveria findet ein Großteil der fortschrittlichsten Forschung der Galaxie statt, was für Cerberus der reinste Magnet ist. Außerdem ist das Massenportal von Noveria die Grenzstation zwischen dem Exodus-Cluster der Menschen und den äußeren Ausläufern des Salarianischen Sektors. Man kann davon ausgehen, dass die Salarianer ihre Grenzen bis zum letzten verteidigen werden. Jetzt wollte ich nochmal gucken, ob ich hier vielleicht irgendwas mit Scans finde. Wenn ich irgendwie ein prinzipiell gutes Gefühl
Aber scheint jetzt erstmal so nichts zu sein. Okay, da ist nichts. Okay. Dann landen wir mal auf Noveria. So, wir nehmen mal wieder Edi mit. Und James. Komm, ja. Geht immer. Geht immer und nimmer. Was haben wir hier? Eigentlich ist der andere in fast allen Sachen besser. Deswegen würde ich nicht sagen, dass sich das lohnt. So, Punkte. Wir haben schon wieder Punkte. Was ist denn das? So, Schadensbonus um 15% und Kraftbonus. Den Kraftbonus. Okay, Rufbonus ist direkt drin. weil alles andere bringt jetzt zwar im Kampf was, aber so sonst nicht. So, Täuschkörper würde ich mal gerne wissen, wie das so ist. Und James kann ein Schutz an die Flammen geht im Panzer, der Gegner geht in Flammen auf. Ja, warum nicht? So. Commander, der Feind hat in diesem Sektor einen strategischen Vorteil. Wegen der Jägerstaffelanlage, die sie angreifen werden. Wir wollen sie einnehmen, aber ihre Luftabwehr ist zu stark für einen Frontalangriff. Der Preis dafür wäre zu hoch. Wie soll ich also vorgehen? Durch die Hintertür rein, die Verteidigung deaktivieren, dann schicken wir Truppen. Viel Glück, Commander. Ich habe Sichtkontakt. Über dem Hauptlandeplatz ist eine kleine Plattform. Ich kann sie absetzen, aber es muss jetzt sein. Ziehen wir es durch. Na dann. Commander, Sie müssen zum Kontrollzentrum, um die Verteidigung zu deaktivieren. Okay. Nach dem Kontrollzentrum Ausschau halten. Es wird ein Spaß. So, oha. Und jetzt, ich will mal gerade wissen, wie ist das mit dem Täuschkörper? Ach, da ist eine zweite Frau dann. Ah, ist ja schön. Was macht James denn schon da hinten? Das ist unfassbar. So, hier ist ein ganzer Jäger. Wahrscheinlich könnten wir den einnehmen und verkaufen. Oder für eigene Zwecke nutzen. Na, wunderbar. Wow. Der ist weg einfach nur. So. Ist da unten noch was? Wow. Was soll das denn? Hallo. Ich habe immer die Sorge, dass ich, wenn ich irgendwo nicht hingehe, dass ich dann Items oder so verpasse. Mhm. Wow. Was? Ich dachte gerade, ich werde von denen angegriffen. Nee, hier kam ich ja hoch. Hier ist bestimmt gar nichts. Kann ich von der anderen? Was denn hier? Ach, nur Munition. Was haben wir hier? Hier ist echt das Ende. Suchen wir das Kontrollzentrum. Das Kontrollzentrum ist hier, aber das ist mir noch zu nah. Ein Datenpad. Da gibt es nur Credits für. Was
haben wir hier? Eine Computerkonsole. Wöchentlicher Leistungsbericht. Das gesamte Personal der Basis hat alle Formalitäten durchlaufen. Integrationsprotokolle wurden erfolgreich aktualisiert. Augen offen halten. Wir sind gleich da. Wir sind bei Ihnen, Shepard. Ja, ja. Oh Gott. Ich will nur an diese Station ran. Da. XP, 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 XP. Und was haben wir denn hier? Ersatzteile. Es lohnt sich immer und immer wieder, jetzt zu sowas auch hinzugehen. So, sehr schön. So, jetzt kommen wir aber zur Hauptzentrale da. Oder Kommandozentrale, je nachdem, was dort war jetzt. Ja. Verdammt, das wird eine Weile dauern. Commander, Feinde nähern sich und wir können nicht warten. Jemand muss die Verteidigung deaktivieren. Edi kann es, glaube ich, ein bisschen besser. Edi, ab an die Front. Oh, na, ach. Sie befehlen. Ach, komm. Achtung, Commander, Sie werden gleich angegriffen. Commander, ich wurde aus meiner Deckung vertrieben. Ziehe mich auf minimale Sicherheitsdistanz zurück. Nein, nee. Problem, Cortez. Verschwinden Sie von dort. Edi macht das doch. Haben und teile dann der Einsatztruppe. Setzen Sie nur Ihre Verteidigung außer Gefecht. Den Rest kümmern wir uns später. Ah gut, ich dachte nämlich für einen kurzen Moment, dass Edi jetzt nämlich an der Front kämpft, weißt du, während der Kämpfer James das hacken muss. Da wäre ziemlich falsche Rollenverteilung gewesen. Hä? Anscheinend benötigt der Shutdown einen synchronisierten Befehl. Verteidigungssystem deaktiviert. Allgemeiner Befehl 7-7 ausgelöst. Notfallverteidigung aktivieren. Cerberus setzt am Landeplatz manuelle Verteidigung ein, Shepard. Dann müssen wir genau dahin. Wow! Den hat's aber mit allem zerrissen. Was? Eieiei. Oh oh. Ja, wo ist denn der? 600 haben wir schon getötet. Das kommen wir gar nicht, echt gar nicht vor. Oh oh. Ist mitten reingeraten. War jetzt nicht, was schlimmer war. Wow. Das Geschütz hat sich mal wieder selbst umgebracht. Ich höre Sie. Bitte komm. Da sind Sie, Herr Commander. Ich musste erst die Störung überwinden. Gebiet gesichert. Signalisiere der Einsatztruppe. Moment, die Scanner zeigen etwas an, das in Ihre Richtung kommt. Annäherungswarnung. Setze bewaffnete Gegenmaßnahmen ein. Atlas! Die Einsatztruppe wunderbar. Kann nicht landen. Geben Sie alles, was Sie haben. Und ich dachte schon, jetzt kommen die Weeper. Hätte ich nämlich jetzt irgendwie gedacht. So. Einfach drauf, einfach drauf. Ist er tot? Oh nein. Oh shit. Na, das war doch mal gut. Nimm das, Arschloch! Jemand verletzt? Negativ, Shepard. Ich habe die Einsatztruppe gesehen und die Einsatztruppe informiert. Sie ist unterwegs und wird die Kontrolle über die Station übernehmen. Ausgezeichnete Arbeit, Lieutenant. Ich komme und hole sie raus. Puh. Das war ein wichtiger Sieg, Commander. Ein schwerer Schlag gegen Cerberus-Aktionen in diesem Sektor. Jetzt müssen wir die Anlage nur unter Kontrolle behalten. Das wird Cerberus uns nicht leicht machen. Wir Ihnen aber auch nicht. Dank Ihnen können wir Ihre Verteidigung gegen Sie einsetzen. Ihr Team hat gute Arbeit geleistet, Commander. Sie sollten stolz sein. Danke, Sir. Das ist alles. Hackett, Ende. Joa, ne, da freut man sich immer, wenn man das mal gemacht hat.
So. Ba-ba-ba. Du, Sarah, dein Kumpel, der zu Cerberus gegangen ist, was von ihm gehört? Nein, ich habe den Kontakt abgebrochen und ihn gemeldet, egal wie viel Gutes er früher getan hat. Ich will so eine Scheiße nicht in meiner Akte haben. Ja, ja. Commander, Commander? Huh? Chief Adams, zum Maschinenraum. Okay. Ich gucke erstmal, ob ich Nachrichten habe. Ihre bedauerliche Entscheidung von Dalatwas Lundwin. Commander, ich bin von Ihrem Vorgehen auf Tushanka schwer enttäuscht. Ich dachte, ich hätte klargemacht, dass die Heilung der Genophage langfristige Konsequenzen nach sich zieht. Wenn die Reaper-Bedrohung beseitigt ist, sind unser aller Streitkräfte so weit aufgerieben, dass keine Spezies der Galaxis die wieder erstarkten Kogane aufhalten könnte. Außerdem werden die Kogane mit Sicherheit Rache für die Genophage nehmen wollen und die Salarianische Union gehört dann zu ihren ersten Zielen. Und wenn dieser Tag kommt, Commander, klebt das Blut meines Volkes an ihren Händen. Ich schäme mich, dass unser eigener Wissenschaftler sein Leben geopfert hat, um ihre Befehle auszuführen. Das ist ein schwarzer Tag, nicht nur für meine Spezies, sondern für die gesamte Galaxie. Ja, natürlich. Von Erdnot, Shepard, ich tippe sonst nicht, ich schreie, also betrachten Sie diese Nachricht als seltene Ehre. Sie sind ein würdiger Verbündeter der Kogana, nach dem Krieg vielleicht ein würdiger Gegner. Wenn die Reaper vernichtet sind, macht unser Reich den Asari oder Turianern Konkurrenz. Das verdanken wir ihnen. Die Vergeltung wird schnell und gnadenlos sein. Aber die Allianz wird das bestimmt nicht hinnehmen. Vielleicht werden sie mir nachgeschickt. Ich gebe ihnen Zeit zur Vorbereitung. Dann sehen sie, wer von uns beiden besser kämpft. Breche jetzt nach Pelavin auf und zeige den Turianern, wie man Krieg führt. Habe überlegt, sie hängen zu lassen, aber ich nehme meinen Männern keinen glorreichen Sieg weg. Beeindruckende Arbeit von General Quintus. Commander Shepard. Als sie auf Menai eintrafen, leuchtete mir zuerst gar nicht ein, was es unserem Kampf gegen die Reaper nutzen sollte, wenn sie mit einem unserer besten Generäle davonfliegen. Doch nun sehe ich, wie Turianer und Kogana gemeinsam einen Reaper-Zerstörer ausschalten und muss zugeben, dass ich beeindruckt bin. Sie haben ein Bündnis zustande gebracht, das viele für unmöglich gehalten hatten. Vielleicht kann Pelavin ja doch noch gerettet werden. Und die Erde, Leute. So, Maschinenraum. Na dann. Wo ist Adams denn hier? Commander, erinnern Sie sich daran, dass bei Überlastung der Kern möglicherweise in den Maschinenraum entlüftet wird? Edi und ich haben gemeinsam darüber nachgedacht. Wir könnten das System sicherer machen. Wir brauchen nur ein GX-12 Thermalrohr. Leider sind wir vom Allianz-Nachschub abgeschnitten. Könnten Sie beim nächsten Besuch auf der Citadel danach Ausschau halten? Ich habe hier die Spezifikationen. Wofür brauchen wir das? Sind diese Modifikationen wirklich nötig? Eine Sicherheitsfrage, aber nicht kritisch. Bei schwerem Beschuss der kinetischen Barrieren, bei gleichzeitigem Flug mit hoher Geschwindigkeit, kann durch Entlüften Plasma in diesen Bereich gelangen. Jeder in diesem Raum würde dadurch atomisiert. Das ist aber mehr als bloß eine Sicherheitsfrage. Naja, unter den genannten Bedingungen ist das Schiff sowieso so gut wie verloren. Aber wir sollten jeden möglichen Vorteil nutzen. Ich werde es kaufen. Ich sehe mich das nächste Mal auf der Citadel danach um. Danke, Commander. Ja. Gut, danke, dass Sie mich aufgehalten haben. So, dann zurück zum Kids. Können wir mit Adams reden? Mit Trainer? Nö. Dann würde ich sagen, machen wir einen Cut. Bis zur nächsten Folge und tschüss.